Wow. 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 Wow, hey, hab das in der Al, ha? Boah, aber ich habe eine China-Krache in der Kopf. Boah, hey, meine Schädelplatz. Ich trinke 2017 keinen Alkohol mehr. Nix mehr, also bis heute Mittag nix. Boah, nee, keinen Schluck mehr. Ich meine, man soll ja eigentlich mit dem anfangen, wo man mit aufgehört hat, ne? Aber ich... Oh? Guten Morgen. Prosit Neujahr, ne? Boah, Kinger, nee, ich trinke nichts mehr. Ist hier ist auch nichts mehr drin, ne? Nee, ich esse auch nichts mehr. Also ich esse zumindest bis Ostern nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe seit der 24. Dezember durchgehend gegessen, ne? Jetzt will ich nichts mehr essen, das ganze Jahr nicht, ne? Ja, wir hatten so 7-Gänge-Menü, ne? Und das fing harmlos an mit einem Amüs-Göll, einer Freude für die Kehle. Ne, das war gestern Abend ein ausgehöhlter Kirschtomat mit einer Erdnuss drin und zwei Pinienkerne. Ich sage an meine Frau, wer soll das alles essen? Sagt sie, nur rieche ich nicht auf, das sieht nach mehr aus, wie es ist. Nenn dann ja aber das zweite Jahr Melone mit Schinken. Und das ist ja eine Garantie, dass du dir wirklich versäust. Melone habe ich sowieso nicht gern. Wie kann ich eine Frucht nach einer Hut benennen? Sie kapieren das direkt, ne? Ja, das ist nicht immer so, ne? Ne, du kannst auch machen, was du willst. Du kannst sie mit Messerniabel essen, ne, zerstückeln oder so als Mundharmonika. Du versäust dich immer. Und bei jedem Young wird ein anderes Getränk getrunken. An der Anfang ein Aperitif. Meistens eine Sherry. Das ist was, was das ganze Jahr nicht mit der Foot bekuckst. Ja, ich sage immer, Sherry, was soll das? Da konnte sich einer nicht zwischen Wein und Schnaps entscheiden. 20%, das ist doch nur eine halbe Lösung. Und dann ändert es sich, wenn der Wein kommt. Dann ändern sich die Blicke, die Stimmung. Oh, wir trinken heute einen Kröfer-Nacktarsch. Und jeder wird zum Weinexperten, vor allen Dingen die, die nichts davon kennen. Ne, das wird dann gesagt, oh, das ist eine Steillage, wie alt sind die Trauben? Ich sage, die sind schon flüssig. Ne, und jeder weiß, was über Most. Meine Schwager, das ist auch so ein Typ, keine Ahnung über Aldemull drin, vor allem in der Wein, ne? Er sagt dann, oh, der hat aber ein schönes Bouquet. Der hat ein blumiges Bouquet. So, das hat meine Oma auch. Wohl auf der Friedhof. Und wenn die dann anfangen zu kosten, ne? Ne, dann hörst du nachher Geräusche, die hast du seit der Bioleck nicht mehr gehört. das ist aber süß. Ne, und du kriegst ja der Wein und der Sekt und so weiter, Schnaps kriegst du überall dabei. Ich trinke bei jedem Young ein Bier. Wohl aus einem anderen Glas. Ne, und an der Schluss trinke ich einen Schnaps aus einem Bierglas. Ne, das ist ja so 7-Gänge-Menü ist ja gedacht, für alles in die Länge zu ziehen. Du musst bedenken, du triffst sie um 7 Uhr, vor 12 Uhr fängt das neue Jahr nicht an. Was machst du da? Da musst du das Essen in die Länge ziehen. Ne? Du musst dich immer an ein Getränk dranhalten, damit du dich dranhältst. Ne, und ich meine, wir hatten anfangs gesagt,
hören soll man das Feuerwerk nicht lieber vor der Bohle machen. Aber das setzen wir nicht durch, ne? Wir hatten die ersten Kracher, Böller, Raketen fliehen lassen. Da sagt meine Frau, hören soll man in so rausgehen. Da sagt meine Schwager, das wäre auch besser, wenn wir jetzt rausgehen und das Feuerwerk zünden. Komm mal in den Fernsehen. Wir sind nämlich die Ersten um 10 vor 11. Ich sage, ist es erst 10 vor 11? Ich hab den Mitternachtssub schon aufstehen. Ja, das sagt man doch bei uns, ich hab den Sub aufstehen. Ne, bei uns ist Essen immer ein Stehen und Jehen. Wenn du sagst, können wir Kaffee trinken? Nee, der Kuchen muss noch gehen. Ich sag, jedem da abholen. Der Kaffee ist noch nicht durchgelaufen. Ich war jetzt in der Kaffee, sagt die Kellnerin, der Kaffee geht aufs Haus. Ist aber ohne mich. Und noch stärker ist es bei dem Mittagessen. Können wir Mittagessen? Nee, der Salat ist noch nicht durchgezogen. Das muss uns einem in Hannover sagen, ihr zieht Salat durch. Jetzt ist der Salat durchgezogen. Ja, durch die Tare verliert man ganze Zeitgefühl. Das kennt ihr auch, dass man sagt, ich bin ganz jeck durch die Tare. Mir ist es heute wie Donnerstag. Wie ist es einem denn Donnerstags? Mir ist es heute wie Donnerstag, obwohl gestern Dienstag war. Ich sag, mir war es vor gestern wie übermorgen. Ja, du kommst ganz durcheinander. Und es war wirklich nett gestern Abend. Wir haben ein Gläschen Sekt getrunken. Das ist ja bei uns Gläschen, Fläschchen, rheinische Verkleinerungsformen. Diminutivum, das ist nichts Fieses. Ne, wenn du sagst, wie lang warst du denn? Ein Stündchen. Das sind so 56 Minuten. Was hast du getrunken in der Wirtschaft? Ein Bierchen. 15 Mal. Ne, und der Umschwung, der kam mit der Bohle. Und das liegt bei der Bohle nicht an der Alkohol, das liegt an der Früchte. Die bringen eine ganz andere Stimmung rein. Ne? Wenn du so der Vierte, nun sag mir's. Die wollen nicht raus. Doch, hier ist Aprikösschen, ne? Wenn du so das vierte Aprikösschen hast, kommst du in eine ganz andere Stimmung. Ne, und dabei soll Obst doch gesund sein. Ich esse in der Adventszeit jeden Tag einen Apfel, einen Bananen, einen Apfelsin. Wohl aus Marzipan. Ja, das geht doch machen doch nichts an. Hauptsache Obst. Ne, man soll ja sowieso auf die Ernährung achten. Ne, das sagt man ja sowieso, mit zwischen die Tage nimmst du das meiste zu. Ne, jetzt hat aber ein Ernährungsexperte, der Klaus Schmitz, festgestellt, du nimmst das meiste nicht zu zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Das ist schwer, ne? Kannst du nicht überall bringen, ne? Aber das habe ich direkt gemerkt, ihr seid schon zu intelligent für das. Für die Stimmung sind Töfere besser. Und
Denn bei der Ernährung ist das Beste low carb oder no carb. Wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß. Das Beste ist Fisch, vor allem Lachs, wo viel Eiweiß drin ist. Nee, und das Allerbeste in der Ernährung ist dann Fisch mit Gemüse oder Salat. Das heißt, die Idealform der Ernährung ist eine Rollmops. Da ist der Jörg schon drin. Nee, früher sagte man Rollmops, heute würde sie sagen Heringswrap. Oder Wrap. Ich esse sowas nicht, was ich nicht aussprechen kann, will ja nicht essen. Ne, wenn ich das schon sehe, hintere WER, wer will das denn aussprechen? Das ist dasselbe wie in Szene. Hintere SZ, das ist doch reine Schikane. Das Schlimmste finde ich, wenn sie in Wörter Buchstaben setzen, die ja nicht ausgesprochen werden. In Rhythmus sind zwei H drin, keins davon wird gesprochen. Wenn da sagen sie in langer Wehe, ja, sind da zwei H drin. Und ja, hier glaubt es aber auch noch nicht jeder, ne? Ich sehe schon einige nachher in der Pause jubeln. Wie, ist in Rhythmus wirklich ein H drin, D? Oder so, ja, zwei? Nee, es war nett, ne? Es war eine nette Runde. Wir sind dann nachher rausgegangen, ne? Und ich meine, gut, eine Tuppes hast du immer dabei. Ne, die Nachbarn von jenen uns über. Ne, Erde hat die Füße so weit auseinander scheren. Ne? Und ich meine, wir gucken darüber hinweg, die Kinder sagen ja die Wahrheit. Ne? Sagt mein Sohn, Papa, warum hat der Mann die Füße so auseinander stehen? Sagt er, weiß seit 30 Jahren, dass er abhauen will, aber nicht wohin. Ja, ihr kennt ihm seine Frau nicht. Die kam dann auch raus. Ne? Die hat immer schlechte Laune, immer am Motzen, immer was zu grotzen. Ne? Da kam sie raus, hat sie ja ihr wieder mit den Raketen. Das ist teuer, das macht Krach, das ist umweltverschmutzend. Ja, sag ich, ich weiß es, ich würde auch lieber sie auf den Mond schießen. Ne? Ich meine, es war schön, wir feiern immer unter 8 Pärchen. Hab dort wieder, schön. Sind alle über 50, man sagt aber Pärchen. Ne, das ist auch immer interessant, man hat immer was zu erzählen, einer fehlt immer. Und wenn man dann untereinander, übereinander spricht, dann sagt man nicht, das ist eine Ruhe oder die ist hektisch oder so, dann gebraucht man so Umschreibungen. Das ist eine ruhige Vertreter. Der Josef, das ist eine Schlupp. Das Erika, das hat Haare auf den Zähnen. Ich glaube nicht, dass der Josef weiß, dass er mit dem verheiratet ist. Der hat vor 26 Jahren das Standesamt Ja gesagt und danach den Mull gehalten. Ne, wir sind mit 8 Pärchen, du bist also alle 9 Jahre dran. Ich sage meine Frau, wenn wir uns jetzt krank melden, haben wir 18 Jahre. Aber wir hatten Spaß, ne? Nach die Bohle schlug es um, ne? Da haben wir noch was gesägt, was durcheinander getrunken, raus. Ne? Der erste Feuerwerkskörper hat der Helmut, der hat es schon gut getan, bei der Nachbarn in der Briefkasse geworfen. Und die rufen Luftpost. War aber kein Marke mehr drauf.
Der zweite Kracher, ne, der flog bei uns in die Küche rein, wo der Hund sitzt. Der hat seitdem keinen Frohlich mehr angepackt. Ne, wenn der schon die Tüte von dem Frohlich sieht, dann macht er so. Und das war in die Küche reingeflogen, obwohl wir das Fenster schräg hatten. Das kennt ihr doch, das Thema. Schräg auf Kipp gekippt. Das ist das Thema Wärme und Lüften. Wir Männer sind eher für Wärme, die Frauen mehr für Luft. Wenn ich zu Hause auf der Couch liege, dann ist gerade so schön 26 Grad. Da kommt meine Frau rein und sagt den völlig sinnlosen, aber ernst gemeinten Satz, hier ist ja kein Luft drin. So, das ist mir ja, das kann auch ein Vakuum warm sein. Na, und dann sagt sie, ich muss uns lüften, hier ist keine richtige Luft drin. Sag ich, nimmer verkehrt. Und dann kommt aber die Logik, da kommst du nicht jeden an. Da sagt die, ich stelle das Fenster schräg, da kommt frische Luft rein, ohne dass es kälter wird. Und es war sonst nicht viel passiert durch die Kracher, weil wir haben ja Fliesen. Bei Teppichboden hätte es anders ausgesehen. Ich meine, der Hund hat immer damit zu kämpfen, ne? Ich glaube, nächstes Jahr fahre ich mit der Hund weg und fliehe vor den Feiertagen. Zum Beispiel in das Sauerland, oder haben die auch Silvester. Ne, und dann sind wir alle nach draußen gegangen und da haben wir noch was gefeiert. Und an der Schluss haben wir die Bofrost-Hymne gesungen. Wer friert uns diesen Moment ein? Schöner kann es nicht sein. Denk an die Stunden, die hinter uns liegen. Wie lange wir essen und trinken schon teil. Hier geht jeder durch jeden durchs Feuer. Niemand bleibt ganz allein. Solange wir die Raketen noch steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns fliegt. Am besten wär's, wenn's uns nicht kriegt. Ein Hoch auf uns, sind wir auch frei. Auf diese Zeit, ein Hoch auf das, was vor uns fliegt. Am besten wär's, wenn's uns nicht kriegt. Ein Hoch auf uns, sind wir auch frei. Auf diese Zeit, ein Hoch auf uns. Dankeschön. Und ein Hoch auf uns, das können Sie auch sagen, wenn wir all die Vorsätze einhalten, die wir uns für das neue Jahr vornehmen. Nach 18 Uhr nichts mehr essen. Da ist es schon Silvester, die Mitternachtssuppe. Und das ist ja heute Abend so. Ihr habt jetzt zu Hause vielleicht noch gegessen. Da kommen beim Abendbrot zwei Lügen. Der erste ist, ich esse wohl heute nichts mehr. Der zweite, es gibt auch heute nichts mehr. Da kommt dann nachher, wenn das hier alles vorbei ist, hier in halb drei nach Hause, macht in der Flur das Licht an, wer steht da? Der kleine Hunger. Isst du noch was? Nee, du? Nee, höchstens ein Stückchen Schokolade. Aber keine ganze Tafel. Boah, da würde es mir schlecht. Aber da gibt es ja einen Trick bei, dass du deinem von einer ganzen Tafel nicht schlecht wird. Du musst sie in 28 kleine Stücke teilen und die hintereinander essen. Da merkt der Maren nicht, dass das eine ganze Tafel war.
Na, bei Schogetten hast du schon fertig so. Ne? Oder du sagst, weniger trinken, Mitternacht trinkst du Champagner. Ist der Vorsatz auch wieder gebrochen? Oder weniger Süßes, weniger Klümpchen, sagen wir ja. Oder Bonbons. Das ist schon Neujahr vorbei. Da brauchst du Eukalyptus für den Atem und für die Polizei. Und Klümpchen ist ja sowieso so Thema, wenn man dann sagt, du lässt immer Klümpchenspapier in der Auto liegen. Nee, dann kommt als Ausrede, ich muss ein Klümpchen im Mund haben, sonst habe ich einen trockenen Mund. Ich muss was im Mund haben. Ne? Eukalyptus oder Storkriesen oder... Oder... Ihr lacht, wenn er da Spaß dran hat. Mir ist es egal. Ne, oder Husselinchen. Ich habe auch ein Huschelinchen. Ne, ich habe noch eins schon gestern. Ne, du nimmst ja vor, du willst dich immer mit deiner Frau zanken, du möchtest sie liebevoll umwerben, nicht mehr mit ihr diskutieren, ihr nur Komplimente machen. Denn schon auf dem Weg zur Neujahrsmesse sagt deine Frau, wie sieht das Auto aus? Damit fahre ich nicht durch das Dorf. Was meinst du, wenn uns einer sieht? Sag, da lese ich doch auf der Erde, da sieht ich keinen. Oder bleibt er hier, hast du den ersten Krach. Dann sagt sie, nee, hör, ich fahre mit, aber dann fährst du morgen früh sofort das erste nach der Waschanlage mit der Waren. Ich sage, der 2. Januar, weißt du, was da los ist? Jetzt sagt ich mir, ja, da habe ich schon ein paar Stunden aus den Füßen. Nimm den Hund mit. Ja, sag ich, wir haben ja Anfang Januar immer so ein Spezialprogramm für Hunde. Für alle Fälle. Und wenn du dann an der Waschanlage ankommst, siehst du, dass du recht hattest. Morgens fahr ich mit der Waren schnellens durch die Waschanlage. Eine Schlange nicht zu sagen, ja, das wird ein schöner Tag. Und ich merke schon beim Reinfahren, wie der Spiegel mir zerbrach. Der Mann mit der Spritzpistole ist an diesem Tag Gott. Oder zumindest John Wayne. Oder Ringo. Er beherrscht mehr Programme, als im Fernsehen sind. Er ist nicht Herr über Leben und Tod, aber über Wasser und Schaum. Er hat kein Verständnis dafür, bei einer Schlange von 20 Autos, dass ihn Rentner verarschen wollen, die viel mehr Zeit haben. Guten Morgen, bist du der Lucky Luke von der Waschanlage? Hast du von der Nikolaus ein Spritzpistölchen gekriegt? Da kannst du fein mit schießen. Welches Programm möchten Sie? WDR3. Ich gucke immer Fenster Aachen. Der Fenster kannst du auch mitmachen. Trocknen brauchen wir nicht, der Waren wird von allein trocken. 9,90 Euro. Hier hast du 9 Euro. Stimmt so. Von den 90 Cent kannst du dich noch was Wasser für das Spritzpistölchen kaufen? Das ist aber keineswegs der schwierigste Kunde an dem Morgen, denn der nächste ist ein Lehrer. Was soll das denn heißen?
Ja, guten Morgen, Meier ist mein Name. Ich unterrichte Erdkunde und evangelische Religion. Das ist mein Auto. Mein Auto ist dreckig, meine Frau ist zu Hause. Besser als umgekehrt. Ich möchte einige Angebote einholen. Wir sortieren dann und entscheiden uns Mitte Januar für eine Waschanlage. Vielleicht kommen Sie in die engere Wahl. Welche Borsten benutzen Sie in der Anlage? Kunst- oder Naturborsten? Nein, Naturborsten. Ich fahre jeden Morgen mit meiner Frau in der Eifel. Und dann rasieren wir das Wildschwein. Benutzen Sie denn Kräuter oder chemische Shampoo? Nee, wenn wir einmal in der Eifel sind, laufe ich mit meiner Frau in aller Frühe über die Wiesen, dann sammeln wir Kräuter und kochen selber Shampoo. Und welchen Härtegrad hat das Wasser? Einen ganz geringen. Wir lassen jeden Tag Wasser aus den Vogesen kommen. Hey, Alter, du spürst gleich den Härtegrad von meiner Faust. Setz deine Kloschüssel da weg. Ich hab kein Zeit, Alter. Du kannst ja hier dein Auto mit der Zahnbürste putzen, wenn du nicht abhaust. Was möchten Sie? Ein Big Mac-Menü. Möchten Sie auch Heißwachs? Ich bin heiß, ich wachse aber nicht mehr. Möchten Sie auch Unterbodenwäsche? Bist du bekloppt, meinst du, ich drehe für dich ein Auto rum? Dann fährt er in die Waschanlage ein und es kommt zu einer subtilen, ganz ausgefeilten Wochenendplanung. Hey, hey, ich bin nicht. Wie klar, gestern was tut. Hört's, was machen wir Freitag, Samstag, müssen wir überlegen, ne? Erst Freitag, kommt ja vor Samstag. Was machen wir Freitag? Erst Disco saufen, danach. Hey, geil. Und Samstag? Erst Disco und dann saufen? Hey, voll die Abwechslung. Während es bei den Männern um Kopf und Kragen geht, geht es bei den Frauen nur um den Kopf. Beim Friseur sind 15 Frauen, warten auf ein Dauerwell. Einen Haarschnitt damals schauen, Elke macht sie ihnen schnell. Elke klitscht dabei am Handy. Jetzt hab ich ein kahles Stell. Nach der Friseur wollen sie all. Vor die Tare, nach die Tare. Die Frauen wollen dahin. Ne, die sagen zum Beispiel als Vorsatz, dieses Jahr laufe ich nicht mehr mit der Sonne Kopf rum. So, das hätte sie vor 52 Jahren überlegen müssen. Jetzt ist es zu spät. Oder die Frauen sagen, mit die Haare kann ich nirgendwo hingehen. So, da jeder mit den Füßen. Ne, für die Frauen ist Friseure Event. Wir Männer werden dahin geschickt. Der 31. Dezember denkst du, vielleicht vergisst es. Dann sagst du, Josef, so gehst du wohl nicht in das neue Jahr rein. Du gehst erst nach der Friseur. Guckens, wie du aussiehst. Du bist ja ans Zugewachsen. Kommst du nach der Friseur, da sind 5 andere auch noch zugewachsen. All haben dieselben Vorsätze. Und alle für den Schnitt von der Frau dieselben Anweisungen gekriegt. Wie kriegen sie sie? Im Ganzen kürzer.
Wer hätte das gedacht? Die Ohren frei, die Kragen sauber. Und dann kommt die Anweisung, die die Frauen besonders nachträglich eingeimpft haben: Machen Sie mir nicht die Deckhaar zu kurz. Meine Frau sagt, da sehe ich aus wie eine Tuppes. Als wenn ich mit einer Antenne rumlaufen würde. Für die Frauen ist das was ganz anderes. Sie lassen sich beraten, inspirieren. Ich hätte gern mal einen anderen Schnitt. Ich würde gern mal einen anderen Typ ausprobieren. Wenn er das rausschneidet, kriegt er sich Pisse. Und früher kriegst du dann, um Typen rauszusuchen, so Hefte oder Kataloge. Da waren so verschiedene Typen mit Frisuren drin, ne? Guckten sie dann durch, tut mir leid, von denen kenne ich keinen. Sie sollen keinen kennen, sie sollen sie eine Frisur aussuchen. Denn heute wird das alles mit Computer gemacht, virtuell. Die nehmen dann dein Gesicht, deinen Kopf und tun die Haare weg. Ja, sonst bringt es ja nichts. Denn da werden die anderen Haare da reingetan. Gucken Sie mal, hier sind ein paar Modelle, Angela Merkel. Nee, schlecht habe ich es auch jetzt. Ursula von der Leyen, Andrea Nahles. Nee, danke. Ja, hier ist was Ausgefalleneres, Mondäneres. Brigitte Bardot, Eva Pattberg und Angelina Jolie. Sehr schön. Wunderschön die Frisuren, nur das Gesicht, das ist ja nicht schön. Das ist von Ihnen. Dann machen Sie sie wie immer. Kriegen Sie sie auch gewaschen? Ja, bitte. Sitzen Sie so bequem? Ja, super. Wie ist die Wassertemperatur? Schwer zu schätzen. So, 18 Grad? Kann man da was bei gewinnen? Nein, möchten Sie auch einen Conditioner? Nee, haben wir vorher sehr einschläfern lassen. Das war aber keine Conditioner, das war eine Cocker Spaniel. Spaniel. Spaniel? Sprachfehler. Es war ein Lüde. Der ist auch nicht einfach, ne? Und dann kommst du unter der Haube, ne? Das ist im Leben schwieriger als bei der Friseur. Ne, und wenn du dann bei der Friseur bist, ich habe jetzt gemerkt, die Hauben sind zwar leiser wie früher, aber immer noch laut. Das hindert die Frauen aber nicht daran. Ach so, Jan, mach sie fahren! Nee, ich brauche nicht mit dem Taxi fahren. Das ist aber lecker. Nee, auch nicht nach der Bäcker. Musst du noch backen? So was fragt man noch nicht bei der Friseur. Denn du weißt durch die ganze Hektik von die Tare ja nicht mehr, wo du eigentlich bist.
ob du bei der Bäcker oder bei der Metzger stehst. Ich hätte gerne 2 Schweineohren. Dann wären es ja schon 4. Was ein Blödsinn, schneiden Sie mir da was von ab, ohne alles. Das kann ich nicht, das ist ein Glücksbringer aus Marzipan. Und Glücksbringer ist ja auch so Thema Anfang des Jahres. Kleeblätter, Schornsteinfeger, Marzipan, Schweinchen. Wenn all die Glücksbringer funktionieren würden, frage ich mich, warum dann solche Trampel gewählt werden. Denn das ist auch immer ein bisschen mit Aberglaube verbunden. Jedes Land hat auch so andere Sitten. In manchen Ländern gibt es Neujahrskarpfen. Da musst du eine Schuppe davon nehmen und in das Portemonnaie legen. Dann wirst du reich. Und dasselbe machen die Italiener. Die haben Cotechino con Lenticchie mit Linsen. Linsen wirken ähnlich wie Schuppen. Da wirst du reich von. Bis jetzt habe ich nur Schuppen. Die Österreicher essen ganze Schweinsköpfe. Die müssen ja ohne Hirn sein. Und in die Neujahrsnacht, wie wir am Feiern waren, wir hatten natürlich alle einen im Tee, ne? Sag ich, wieso, was das für einen Brauch gibt in Italien, Spanien und Südfrankreich, da muss in der Neujahrsnacht rote Unterwäsche tragen. Ich sage, halt, Moment, so einfach ist das nicht, die muss einem geschenkt werden, die darf nicht von einem selber sein und die muss ein Neujahr wegwerfen. Da kannst du dir vorstellen, wir hatten alle eine drin, wie die Frauen darauf reagierten, ne? Da komm, da tauschen wir einfach. Komm, ich schieb mir da deine, Erika. Leg mir Mucke, da krieg ich auch Ferdinand mit drin. Ja, wie ist das denn, eine Büssenalter oder ist das denn Schlafbrille? Na, lieber ja kein Brust. Da hat dein Mann mehr Brust. Ja, wir waren alle so jäckig, ich war der Einzige ohne was Rotes, habe ich mir von meinen Söhnchen so rot Unterhöschen über die Hose gezogen. Und bin dann da drunter, ich sage, hier kommt der Supermann. Wo sieht man, ja, hier ist der Supermann. Da sagt meine Frau, du bist ein Supermann, du bist der Einzige, der noch die Schluppen anhat. Nee, und dann gibt es noch der Brauch, man darf eigentlich kein Geflügel essen. Und wir Rheinländer, wir gehen genau dagegen an, wir essen nämlich eine Neujahrsgans. Bei der Metzger liegen Enten, Puten, Gänse, Hirsch und Reh. Schweinekopf und Schweineschwänze, Kotze satt, wenn ihr jetzt seht. Und er fragt, ich wollen sie her, hab ich doof stehen auf der Stirn. Weil man Weihnachtshund beheimat, hat man kein Minut mehr Zeit. Weil man Weihnachtshund beheimat, fehlt doch die Gemütlichkeit. Und ich frage Frank und Frei, warum macht man so eine Bahn? Dankeschön. Und der Bahai, der fängt ja meistens schon an, wenn in der Aldi die ersten Weihnachtssachen liegen, so end auch just. Wenn da geht dann los, da fängt sie Weihnachtszeug an zu kaufen und das geht dann so durch bis Nikolaus. Ne, und Nikolaus, das ist ja nicht mehr so wie früher, wir sagen noch Nikolaus einmal, der 6. Dezember.
Und da freuten wir uns total. Heute sehen die dem ja von September an überall. Meine Tochter sagt, Papa, arbeitet der Nikolaus denn jetzt in der Lidl oder in der Penny? Ich sage, der ist auf Teilzeit. Na, aber für zu Hause wollen wir das noch beibehalten. Wir treffen uns dann mit der Familie und ein paar Bekannten und so. Und dann kommt der Nikolaus. Das hat also jahrelang die Tante Irmjacht gemacht. Bis die Kinder dann merkten, ja, mein Vater sagt immer, dass Irmjacht hat der richtige Name. So will Irm und so eine Jagd, ne? Und seitdem macht das der Onkel Hans, der macht alles. Der macht der St. Martin, der Nikolaus und der Osterhas. Denn jetzt saßen wir so zusammen, wir waren all was gestresst und dann wartest du, ne? Wir Erwachsene sind ja aufgeregter wie die Kinder. Mein Tante Marianne sagt, na hier kommt hier der Nikolaus. Sagt mein Sohn, Tante Marianne, den müsstest du aber schon 76 Mal gesehen haben. Und da wird die Zeit überbrückt, da werden die Dichte aufgesagt und dann kommt was, das ist gut gemeint, aber geht auf die Nerven, die Kinder spielen Blockflöte. Anfangs willst du ja nicht wehtun. Oh, das hört sich aber schon schön an. Muss du noch ein bisschen üben, ne? So nahen Zeit sagst du dann, willst du nicht ein was Süßes essen? Dass du was anderes in den Mund kriegst. Ne, nach einer Viertelstunde, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann haust du kaputt. Hey! Du kriegst nichts von der Nikolaus. Jetzt klingelt es, ich denke, das ist der Nikolaus. Ich hatte die Tür mal auf, der Bofrostmann. Ich sage, nur hauen Sie ab, wir brauchen nichts. Sagt mein Sohn, wie sprichst du mit der Nikolaus? Wir wollen noch was. Nee, sag ich, das waren nicht. 10 Minuten später klingelt es wieder. Ich denke, jetzt geht der Bofrostmann zurück. Waren nicht die Zeugen Jehova. Sagt der Mann, das Himmelreich ist nahe, morgen geht die Welt unter. Ja, gut, sag ich dann zweimal Pizza Margherita und einmal Rahmspinat. Jetzt waren wir so aufgeregt, es muss wohl das dritte Mal geklingelt haben. Das hat keiner mehr mitgekriegt. Auf einmal kommt der Nikolaus mit der Schlüssel rein. Sagt meine Tochter, wofür hat der Nikolaus eine Schlüssel? Sagt, er hat von allen Häusern auf der ganzen Welt eine Schlüssel. Ich war so, ich sag, Hans, du bist eine doof. Wenn du doch St. Martin machen würdest, so würdest du Brezen teilen und einen Mantel essen. Sag Kinder, jetzt muss ich euch sagen, das war nicht der Nikolaus, das war der Onkel Hans. Seht ein Kind, Papa, das hatte ich sowieso gesehen, denn das Schlüsselbund war eine Opel-Schlüssel. Denn dadurch bist du ja immer im Brass. Dann noch nahet ja, wenn der 6. Januar kommt. Die Kinder haben ja da heute ja keine Ahnung mehr von Heilige Drei Könige. Ich habe jetzt in der Schule gesagt, ich sag, was ist denn am 6. Januar? Ja, da waren Könige mit 3 Mal im Land. Sagt einer, das waren keine Könige, das waren Weise. Sagt der andere, wenn man so viel Land hat, ist die Farbe ja.
Denn du musst das ja dann auf heute transpirieren, ne? Dass die Kinder das verstehen. Ich meine, früher war das ja, das war ja gemütlich. Die drei kriegten die Nachricht, ne? Und dann gingen die ganz gemütlich hinter der Stern her nach Bethlehem. So wäre das heute natürlich nicht mehr, ne? Alles hektischer. Die kriegten dann ein SMS, ne? KKB. Christkind kommt bald. Da sagt der Mädchen, nun komm Kaspar, wir müssen nach Bethlehem laufen. Da sagt er laufen, er sagt, meinst du, wo denn der Heilige Nacht ein Taxi herkriegst? Dann rennen die und der Mädchen, der rennt noch in eine Karriere in der Stall an, ne? Au, Jesus! Sagt Maria, das ist auch ein schöner Name. Ich wollte ihm eigentlich Karl-Heinz nennen. Wenn da kommen dann so Fragen, was hat Maria denn in der Nacht gekocht? Ich sag, ich nehme an, die hatte eine Ochsebraten, ne? Tütensuppe habt ja noch nicht. Denn heute wäre das alles anders, das wird ja live vom Fernsehen übertragen, wie die drei Könige nach Bethlehem gingen. Abends wären die dann in den Talkshow, ne? Und bei so einem Event wäre das ja dann, darf natürlich einer nicht fehlen. Atemlos durch die Nacht, Hirten auf dem Feld erwacht. Atemlos, sternenklar, Kaspar, Melchior, Balthasar. Atemlos bringen wir Weihrauch, Myrrhe bis nach hier. Atemlos, losgerannt, sind wir aus dem Morgenland. Sind die drei Weisen, wollen nach hier reisen, komme jetzt noch hin, noch Bethlehem. Singen ganz befroren, Jesus ist geboren, wir sind völlig hip an der Klipp, atemlos. Helene Fischer, ne? Die macht alles. Ich habe eben an der Harald gesagt, ich sage, wenn die Merkelens aufhört, ich meine, die Merkel hat in dem Moment schwer. Ich finde die Frau gut, ne? Die hat noch nicht die Ausstrahlung von der Helmut Kohl, drehe ich aber seine Anzüge. Und ich finde auch Helene Fischer gut. Ich habe der Vater noch gut gekannt, Gotthilf Fischer. Ne, der hatte ja immer Angst, allein zu sein. Da mussten immer 1000 Mann mitsingen. Ne, aber atemlos bist du wirklich, wenn du überlegst, was du dir alles für das neue Jahr vorgenommen hast, was du in 365 Tagen alles schaffen willst. Weniger essen, abnehmen, weniger arbeiten, mehr ausruhen, weniger suchen, mehr aufräumen. Das habe ich in 52 Jahren nicht geschafft, wie soll ich das in ein Jahr schaffen? Dann nimmst du dir vor die Tage was vor, was du nicht schaffst. Und zwischen die Tage schaffst du was, das schaffst du aber nicht, das, was du dir vor die Tage vorgenommen hast. Und nach die Tage willst du das von zwischen die Tage machen und merkst, du hast überhaupt nichts geschafft. Denn dann sagt mein Horoskop, ich bin Skorpion. Der Skorpion dringt immer in die Tiefe. Er sucht nach unerreichten Zielen. Er schaut nicht rechts und schaut nicht links. Er strebt allen Zielen zu. Und dabei soll er noch abnehmen. Da wirst du atemlos. Und dabei könnte alles so schön sein. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling,
sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday stars. In the end, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every sweet corner you'll hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Die habe ich von einem Christkind gekriegt. Der Anzug ist auch neu, der alte passt nicht mehr rein. Jetzt müssen wir in Skiurlaub fahren. Wir wollten eigentlich eine Städtetour machen wie voriges Jahr. So machen wir uns eine Städtetour. Waren wir 2 Wochen in Langerwehr. Das ist schön. Aber der zweite Woche zog sich was. Denn jetzt habe ich Skier gekriegt und wenn du Anfänger bist, meinst du immer, bei Skifahren musst du dich ganz warm anziehen. Ich meine, früher war das ja sowieso so, mit der Winterkleidung, du wurdest ja in der Winter zugestrickt. Wenn die Omas und die Tanten sagten, Junge, ich bin am Stricken, das war wie eine Drohung. Du konntest ja nicht sagen, das juckt mich nicht. Das juckte dich wohl. So eine Schal oder Socken, und das Schlimmste, Mützen. Oder Schalmützen. Das war, als wenn du verhaftet wurdest. Und das Beste kann ich mir erinnern, gestrickt aus Wolle, Strumpfhosen. Nee, heute sagt man Unisex, damals auch für die Jungens. Mussten wir auch anziehen, ne? Die zogst du bis unter die Schultern. Und wehe, wenn du am Schwitzen fingst. Ich weiß ja, dass ich in der Kinderjagd nachher ausgezogen habe, wenn meine Mutter ging, ne? Und bevor sie kam, wieder angezogen.
Ne, und Wollsocken wurden gestrickt, als wenn es jemals eine Frau mit warmen Füßen gegeben hätte. Ich kenne keinen. Und in der Sommer wurde das Ganze abgelöst durch Lederhosen. Wir liefen dann als Kinder mit Lederhosen rum, in Alsdorf. In Bad Tölz will ich ja noch nichts sagen. Und das war ja früher anders wie heute. Früher bewegten sich die Kinder, auch mit den Beinen. Und wenn du dann so liefst und spieltest, dann schwitztest du. Und da hat sie in so ein Lederhose schnell ein Wölfchen gelaufen. Hätte eigentlich drinstehen müssen, gesponsert bei Penate. Nein, ich habe hier drunter Funktionswäsche. Ich wüsste nun sehr, an welche Funktion die hat. Laufen musste selber. Und da drüber ein Langunterhos. Das ist ja auch immer Thema in so einer Ehe. Ne? Da sagen die Frauen, und zieh dir einen Langunterhos an. Ich habe meine Probleme damit. Sag, wieso musst du für mich pissen hier? Könntest du es an deine Frau sagen, zieh heute eine lange BH an, sonst habe ich Probleme damit. Denn wenn du dann in so einen Skiort fährst, wir waren in St. Johann in Tirol, das ist sofort eine ganz andere Atmosphäre, auch eine andere Sprache. Da kamen so Leute, die hatten so schmale Skier, die man nur unter der dicken Zeh festmacht. So sprachen die auch. Die kamen und sagten, wo sind hier die Löipen? Ich sag, da müssen sie mal küken. Ich sag, hier ist doch keiner vorbei, ihr Löipen. Die Österreicher, die haben ja ganz anderes Tempo. Was heißt Tempo? Da kam der Erste, sagte, können Sie mir mal bitte den Weg zur Piste erklären? Sagt, da müssen Sie erst einmal hier die Hauptstraßen 800 Meter geradeaus gehen, da kommen Sie zum Hauptbahnhof. Dann müssen Sie die nächste Straße links 500 Meter geradeaus gehen. Ich sage, so, bis Sie fertig sind, ist der Schnee geschmolzen. Und ich hab gedacht, du gehst zu Fuß mit die Skier nach der Piste. Das waren so 800 Meter, ja jung von wehen, wenn du damit läufst. Ich hab mir nach 400 Metern Taxi genommen. Ich sag, der Taxifahrer, machen Sie mal bitte hinten die Türen auf, sonst muss ich die Skier ausziehen. Sagt, ich kann noch darauf machen, dann können Sie die Spitzkehre üben. Ich sage, was heißt auf österreichisch Arschloch? Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich mit den Taxis an der Piste ankam. Was da los war, ne? Ich aus den Taxis rauskam, ne? Und da wollte ich Skifahren und das Erste, was du merkst, wenn du Skifahren willst, du musst uns auf der Klo. Und glaubet mir, an so Skiorte ist jedes Klo eine Treppe runter. Es gibt keine ebenerdigen Klöhe. Und du musst ja zuerst die Skier ausziehen, aber glaub noch nicht, dass du auf die Skischuh, wenn ich ja auch schon höre. Das musst du uns nach dem fünften Öfsterchen sagen. Ein Skischuh, kannst du mir jetzt einen Skischuh schuhen?
soll meine Shishu-Sushi essen hier? Nee, ich will kein Sushi, noch kein Shishu-Sushi. Nein, da gehst du mit den schweren Skistiefeln die Treppe runter. Anfangs habe ich das gemacht. Nachher habe ich gedacht, in der Schuhe ist es sowieso nass. Ich denke, lass es laufen. Na, aber anfangs bin ich die Treppe runter mit den Skischuhen. Das klappt doch ganz gut. Du hast nachher die Bewegungen, aber da muss so eine Restklumpen Schnee auf die Treppe lehen haben. Ich kriege auf einmal ein Tempo wie bei einem Weltcup-Abfahrt. Bin ich mit der Skischuh vorweg in eine Damenklo rein, in so eine Kabine reingebrettert, bei einer Frau auf der Schoß. Guckt sie mich an, sagt sie, hören Sie mal, sind Sie nicht ein Rossalster? Haben uns zwei Sekt kommen lassen. Dann eine halbe Stunde, ich sage, jetzt müssen wir uns aber verpissen. Oh, wei. Dann bin ich zum Skikurs gegangen, ne? Und das war so eine Skilehrer, so eine George Clooney von Tirol. Der hatte natürlich Spaß, wie ich da angelaufen kam, ne? Sagte, schau mal, der Depp da. Möchtest du zum Idiotenhühl? Sagte, da komm ich grad her. Sagte, schau dir mal den Deppen an. Da waren so fünf Frauen in der Kurs, ne? Die haue Spaß. Sagte, der hat ja gar keine Ahnung von Frauen. Sagte, die andere vertu dich nicht, der ist mir gerade am Klo auf dem Schoß gesprungen. Ich als einziger Mann mit den fünf Frauen und dann so Aufwärmgymnastik, ne? Und die Fott nach hinten und die Fütze strecken und 6, 7, 8 und aufrecht gehen und drehen nach rechts und drehen nach links. 1, 2, 3 und 6, 7, 8. Er sagte, möchtest du zum Schlepplift? Sag, ich bin ein Anfänger, aber keine Pflegefall. Da muss man so Haltungen üben. Da rief er, Pizzastück. Sag, da hätte ich ja einen Rotwein bei. Muss man uns alle in die Reihe aufstehen, fünf Frauen und ich. Ne? Da rief er, Wedeln. Sag, weißt du, wie eng mein Unterhose ist? Ich habe aber dann gesagt, ich wedel, da schickst du wohl die Frauen weg. Und nachher konnte ich aber schön fahren. Ne? Ich bin ganz gemütlich, ich bin so ja Schlalom gefahren. Ne? Ich bin so die Strecken eine halbe Stunde runter. Marie sagte, wie kann man für so eine Strecke eine halbe Stunde brauchen? Ich sage, gerade bei Schlalom muss man ganz langsam fahren. Sonst hätte ich die 20 Stück ja nicht alle mit runterbringen können. Wenn man auf einem Ski steht, wo man sonst doch nie steht, merkt man ziemlich flott,
auf der Fott. Will man mit den Liften dann nach oben driften, landet man ganz flott auf der Fott. Will man Skifahren lernen, greift im Kurs nach Sternen. Alles lernt man flott. Für de Fott. Der einzige Unterschied zwischen Daniel Craig und mir, der hatte Schuhe noch an. Meine sind bei Q in Arbeit. Er macht alles. Absätze, Sohlen, neue Riemen. Moneypenny, wie weit sind Sie bei Deichmann? Fertig, Harry, fahr die Schuhe vor. Mal gespannt, was in den neuen Tretern alles drin ist, Baby. Ich sehe schon Atomschleifen. Baby, hier sind alle Sachen drin. Ich sehe schon, die sind schusssicher. Wasserdicht. Alles drin. Jetzt können wir uns klatschen, oder? Ich als Lehrer für katholischen Sport. Warte. Kriegst du jetzt geklatscht? Also. Ja, gucken Sie hier, ich habe frische Dauerwellen herein. Jetzt habe ich morgen nichts mehr drin. Dafür ist der Friseur zu teuer, ne? Gut? Moment. Du bist der Erste seit meiner Oma, der das getan hat. Mir auf den Kopf gespuckt, ne? Und ich als Lehrer für katholischen Sport, ich fahre aus anderen Gründen in Winterurlaub. Wir trinken nicht viel, wir bewegen uns viel, wir ernähren uns gut, damit wir dann gestählt, straight und voller Elan wieder nach Hause und in die Schule kommen. Kommst du dann zu Hause rein, merkst du, der AB ist schon voll. Und ehe du überhaupt drüber nachdenkst, was die Eltern wollen, Herr Beckers, wir brauchen dringend einen Termin. Wir müssen Sie sofort sprechen. Und ehe du denen antworten kannst, kommen sie zum Elternsprechtag, klingelt es. Was wollen Sie denn hier? Wir kommen wie in unserem Filius. Den müssen Sie einreiben, da geht die Schwellung zurück. Ja, und das ist ja so, wenn du die Eltern kommen siehst als Lehrer, da denkst du, auch für die Eltern sind die Schüler ja nicht so. Eine Frau kam und sagte, mein Sohn ist nicht faul, sondern nur doof. Ich sagte, beruhigen Sie sich, er ist auch nicht so doof wie Sie. Sagt sie, meinen Sie das? Dann ich sage, Ihr Sohn ist ja nicht bei mir auf der Schule. Aber es gibt noch ganz andere. Ne? Unser Sohn ist so schlecht in Englisch.
soll man mal als Opermädchen nach Paris schicken? Was sagst du so'n Leut? Liegt Paris nach der Brexit überhaupt noch in England? Naja, aber das ist ja nicht allein in den Fremdsprachen so. Herr Beckers, meine Tochter hat so Probleme in Deutsch. An mich kann es nicht liegen. An mich aber auch nicht. Die hat so Probleme mit der Orthographie. Da schenken wir noch ein neues Lineal. Ja, wenn du hörst, was die Eltern sich erzählen. Die eine Mutter sagt, meine Tochter ist so schlecht, wir machen das immer mit Kreuzworträtsel, dass man so ein bisschen übt. Hat man getränkt mit 6 Buchstaben, gefragt, was Kaffee, die schreibt hin, Haarmilch. Ohne Bindestrich. Sag, ohne Bindestrich, da kriegt man noch Sodbrennen von. Ich habe jetzt in der Klasse gefragt, wo wir gerade von Kaffee sprechen. Sag, wie schreibt man Latte Macchiato? Seid einer mit L. Sei in der Mitte, Macchiato, mit K oder mit CK? Seid, du weiß ich nicht, wir haben Pets. Hier ist auch noch ein schönes Beispiel, muss uns hören. Herr Beckers, unser Sohn lernt jetzt Oboe. Wir haben nur Angst, dass er enttäuscht ist, wenn er mal kein Tor schießt. Das ist schwer, ne? Und da kommst du dann nach die Tage in das Lehrerzimmer, da haben sie ganz andere Probleme. Wer macht bei der Karnevalssitzung mit, welche Programmnummern? Nur wer präsidiert, ist immer klar. Der Kollege, der der wenigste Humor hat. Ne, der heißt eigentlich Ehrenfried Unterberg. Die Schüler nennen ihn Ehrenfriedhof Unterberg. Der ist Geschichtslehrer und moderiert, ich würde sagen, seit 111 Jahren die Sitzung. Liebe Narrinnen und Narren, ich habe einen solchen Spaß an dieser Veranstaltung, dass man sich gar nicht vorstellen kann, mit welcher Freude und mit welchem Enthusiasmus ich jetzt das erste Duett ankündige. Es sind 2 Schüler, sie nennen sich Dick und Doof. Wer sie im Unterricht hatte, weiß warum. So, erst alle mal schunkeln, schunkeln. Darauf haben wir den ganzen Abend gewartet. Nur eine Viertelstunde. Mortadella, du liegst auf meinem Brot. Mortadella, dein Schwein ist längst schon tot. Du bist ein scharfes Würstchen, doch davon krieg ich Dürstchen. Krieg ich auch Durst, das ist mir Wurst. Mortadella. Und jetzt ein Marsch, wo sind eure Hände? Es war einmal ein langer Aal, der schwamm allein in Köln am Rhein. Doch dann küsst ihn ein Ölsardin. Jetzt stinkt der Aal nur nach Benzin. Alle! Doch dann küsst ihn ein Ölsardin.
wenn ich die Schülersitzung sehe und da auch so ein bisschen mit organisiere, da denke ich mal an die Zeit, wie ich angefangen habe, vor 40 Jahren, als Büttenredner, als Hausmenschen. Ming Oma, so fängst du das Beste an. Ming Oma, hat er Ming Opa gesagt, Opa, schau dir sie mal jetzt hier bis in der Ungerbox hängen. Seht, da kannst du dir besser in den Fuß beißen. Ming Oma war mit Ming Opa bei der Op-Op, bei der Op-Op, bei der Brillenmann. Hat sie gesagt, mein Mann sieht nicht mehr gut. Hat der Optiker gesagt, wie viel Dioptrien hat er denn? Hat sie gesagt, das hat er nicht mehr, ich habe mir Zäpfchen gegeben. Mein Oma sieht aber auch nicht mehr gut. Da hat es an der Optiker gesagt, Herr Optiker, ich sehe mit einer kurzsichtigen Brille nicht gut. Und mit einer weitsichtigen Brille sehe ich auch nicht gut. Da hat der Optiker gesagt, haben Sie es schon mal mit Linsen versucht? Hat gesagt, ja sicher, aber wenn ich futz, kann ich auch nicht besser kicken. Hallo! Ja, und bei den Karnevalsfeten, die wir dann die Jahre gefeiert haben mit den anderen, da war der Helmut, den kennen Sie ja noch, der die Luftwurst in der Briefkasten geworfen hat. Nee, der war danach immer für den Karnevalssitz. Wir sind dann immer reingekommen, da hörtest du dann so um 2 Uhr alle singen, da sind wir dabei, das ist prima. Denn wir kamen dann immer rein, hat schon was getrunken, erst wurden die Horoskope geguckt. Ne? Was bist du für Sternzeichen? Ich hatte mich erschrocken, meine Schwiegermutter ist Zwilling. Ich sage, die Hälfte reicht mir. Letzte Sache, nicht so blöd, was steht in meinem Horoskop? Ich sage, bei dir steht, in 2 Wochen sind sie 14 Tage weiter. Marianne, was bist du, Jungfrau? Ne, ich meine nicht vor 58 Jahren, heute. Meine Schwager, der Besserwisser, ich sage, was bist du für Sternzeichen? Sette wieder, so war ich gestern. Wie gestern, das ist man immer, ne, sag ich vor, gestern war ich weg und gestern war ich wieder zu Hause. Du Schnorren. Ne, und wenn wir dann so einen Spaß haben, dann macht er Helmut dann eine Karnevalspräsident. Himmel, wir hatten zwar bis gestern Silvester, aber jetzt ist klar, wir haben Neujahr. Und wir wollen es uns nicht nehmen lassen, weil er in unserer Runde ist, einen anzusagen, den wir nicht nur kennen, nein, andere kennen ihn auch. Deshalb empfangen. Hey, ich sag, wenn ihr tusch wird. Ja, der war früher Fliesenleger, ne? Der wird nach Quadratmeter bezahlt. Empfangen wir jetzt bekannt in Stadt und Land einen Hausmann. Zusammen. Ja, wenn ich das mache, mache ich doch richtig. Da komme ich in das Wohnzimmer rein, marschiert, da sitzen 7 Mann seit 7 Uhr, sage ich, um 1 Uhr Abend zusammen.
Geht euch gut? Ja. Mir nicht. Meine Frau liebt mich nicht mehr richtig. Das ändert sich in der Ehe. Anfangs ist die wichtigste Frage, liebst du mich? Später ist die wichtigste Frage, müssen wir eine Schirm mitnehmen? Das kannst als Mann nur verkehrt machen. Nimmst du keinen mit und es regnet, das ist, wenn man sie auf dich, Idiot, verlässt. Nimmst du einen mit und es regnet nicht, du bist der einzige Tuppes mit einem Schirm hier. Stell dir ein bisschen weg. Wenn du aufmachst, kannst du es auch nur wieder verkehrt machen. Ja, so wie du umhältst, kann ja direkt durch die Rehen laufen. Du musst immer so halten, dass wir beide bequem drunter gehen können. Siehst du, so werden wir beide nicht nass. Nee, aber ich hab mal einen Bandscheibenvorfall. Und die Frauen, die haben das Problem nicht, egal wie groß die sind, die arrangieren sich immer so, dass sie sich perfekt unterhalten können. Wie lange bist du jetzt mit deinem Mann zusammen? 18 Jahre. Wir haben uns vor 18 Jahren kennengelernt. Der nächste Tag habe ich eine neue Brille gekriegt. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, wären wir nie zusammengekommen. Ja, mein Mann hat auch nachgelassen. Der kann fast ja nichts mehr. Das meiste nachgelassen hat aber mein Hund. Der kann nur noch für zu pinkeln das Bein heben und mit der Schwanz wedeln. Und das ist ja nichts. Wenn mein Mann das könnte, ging ich auf die Knie nach Fatima. Ja, sie fragen sich, wie solche Reden entstehen. Ne? Ich gehe dann durch den Wald spazieren und sammle Ideen und du hast ja nicht immer was zu schreiben bei. Ich ging jetzt durch den Wald, da kam eine Frau aus dem Gebüsch. So haben sie mal ein Blatt Papier. Nein, sagt sie, ich habe auch Gras genommen. Bei euch brauche ich kein Gras, ihr habt auch so den richtigen Spaß. Und ich durfte als Hausmann dabei sein, ganz klar, ich sage Allah und Prosit Neujahr. Aber da hatte ich nachher keine Lust mehr drauf. Jedes Jahr Silvester der Hausmann machen. Ich musste ihm ja Karneval sowieso 100 Mal machen. Denn dann ist auch die Runde mit den 8 Pärchen auseinandergebrochen. Und seit ein paar Jahren feiern wir immer nur noch mit einem Lehrer-Ehepaar. Das ist anders lustig. Vor 2 Jahren waren wir bei uns, da haben wir Fondue und Raclette gemacht. Ich habe immer gesagt, Fondue. So, da wirst du nur satt von, wenn du noch die Stäbchen Fondue dabei nimmst. Ja, du kriegst ein Rindfleischatom oder ein Schweinefleischmolekül. Das muss in heißes Fett tauchen, da wird es noch kleiner. Und das sollst du dann in 12 Soßen dippen. Und das Beste ist Raclette. Da sitzen 4 erwachsene Menschen vor ein Öfchen aus der Puppenstube.
und jeder kriegt zwei Schuhplätzchen. Und wir haben einen Spaß. Da kommt da drauf ein Silberzwiebelchen, ein Tomätchen und ein Stückchen Ananas. Und da drüber ein Scheibkäse. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Und dann schiebst du dann in das Öfchen rein. Atemlose Spannung. Was wird jetzt wohl geschehen? Nach 10 Minuten schreien 4 Lehrer wie in Ekstase. Der Käse ist zerlaufen. Wer hätte damit gerechnet? Und die Runde ist auseinandergegangen. Voriges Jahr waren wir bei denen eingeladen. Sie macht freudestrahlend die Tür auf und sagt, heute machen wir Fingerfood. Ich sage, ich habe es schon an der Auto gerochen. Ich sage, weißt du was? Tu du den Finger, wohin du willst. Ich esse, wie ich es gewöhnt bin. Prosit, na ja.